Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Rogue. Wir haben es jetzt mal hier die Insel weitestgehend fertig gemacht. Die Frage ist hier, wo bin ich denn? Das Schiff ist da drüben. Ah, da wird schon irgendwo ein Boot sein, ne? Haben hier auch. Was war das für ein guter Move im Sprung? Ist ja krass. Wenn ich springe und eine Richtungstaste drücke, dann greift er in die Richtung. Hast du das gesehen? Wir können, glaube ich, unser Schiff irgendwie upgraden, hat er gesagt. Wie kann ich zu Diensten sein? Besser Rammsporn ist gut. Will ich erstmal haben. Und unser Beiboot wollen wir auch gleich machen. Stärke der Harpune. So stark wie es geht. Und das war es dann hier schon wieder. Sehr schön. Aber damit das Harponieren einfach gleich funktioniert, wenn wir immer irgendwo sind. Es gibt ja nichts Nervigeres, wenn man da dann Sachen nicht schafft, deswegen. Einmal wenden, bitte. Da vorne ist der Ort, wo wir hin müssen. Sollen, wollen, werden. Der Französische aus dem Posten. Einmal andocken, bitte. Warum auch immer mal wir jetzt doch nicht andocken. Aber ist mir egal. Schwimmen wir jetzt die 3 Meter. Valley Wert. Vorne ist der Aussichtspunkt, den wir mal haben. Okay, den Schlüsselträger soll mal aufhängen. Da, immer hoch da. Da, gut. Aussichtspunkt. Coole Musik, sehr schön. Nous sommes loin de toute civilisation, entourés de bêtes sauvages, et la menace de la guerre plane au-dessus. Meurtrier! Was? So, ich soll mich in den einschleichen. Normal komme ich ja schon mal nicht ran. Hier vorne war, glaube ich, auch nichts zum. Oh doch, da wäre eine Tür gewesen. Die holen wir gleich. Ich befürchte nämlich, dass da hinten ein kleines Beiboot irgendwo liegt.
Keine Ahnung, warum ich den hier nicht plündern darf. Naja, egal. Gut. Naja. So sind denn die immer alle so leuchtend? Durch Klauen kann ich den ja auch immer nichts. Da, also da hinten drüber. Das wollte ich nicht. Den Zivilisten umbringen, meine ich. Also, natürlich nicht. Charles, tu remplaces Terrien jusqu'à ce qu'il se remette de sa blessure. Félicien, j'ai une mission spéciale pour vous. Suivez-moi. Je peux l'abattre d'ici. Charles. Wieso hat er denn jetzt da den falschen ausgewählt, bitte? Okay, ich wollte ihn neu machen. Weil mir das jetzt irgendwie unfair vorkam. Okay. Also, neuer Versuch. Neues Glück hoffentlich. Ja, da hinten ist er. Ça marche. Va rejoindre Tremblay. Réveille-le s'il dort encore. Vielen Dank für die Aufbewahrung. Et on joue, mon mignon. Je lui tiens dessus. So, jetzt gehe ich halt wahrscheinlich weniger, weil ich Alarm ausgelöst habe. Ich schätze zumindest mal, dass das genauso funktioniert wieder. Donc je me suis enrôlé pour une autre année. Vraiment. Da. Dann wollen wir es einmal plündern. De grâce, laissez-moi. Da gibt es eh nicht so viel, finde ich. De grâce, laissez-moi. Oh, oh.
So. Da hinten das normale Füchse und Grauwölfe, die brauchen wir beides nicht mehr, aber eine Truhe. Und bei denen kann ich mal wieder Bürger retten. So, wir wollen hier mal wieder eure Munition haben. Oh, ist das angenehm, dass man bei denen immer alles findet. Oder finden kann. Alles immer findet, das wäre gelogen. Da, lasst mich ruhig meinen Frieden, gell? Ich ja. Will euch nicht alle töten müssen. Da, da drüben. Ein Bötchen, sehr schön. Und bevor wir uns dem vornähern, bereitet die Arbeit in der Kabine vor. Da, stärkere Kanonen brauchen wir. Okay. Oh, ein Mörser. Nice, endlich. In der Hoffnung, dass der genauso effektiv ist wie in Assassin's Creed 4. Direkt auf Level 2. Einfach weil wir können. Dann der Öl darf auch ruhig ein bisschen stärker sein. Gut. Achso, schaut mal an, das ist die Bank quasi. Ja, jetzt haben wir Mörser. Stehen die eigentlich am Schiff, sieht man die? Ah ja, da links und rechts. Prächtig! Dieses Fort samt Besatzung wird vor der Morrigan erzittern. Ja, da ist aber noch ein... Ort am Weg, den wir natürlich machen wollen. Das Fort wird schnell fallen. Ich hoffe doch, die Frogs wehren sich, sonst wird das ein trüber Tag. Er sehnt nie die Schlacht, Master Gist. Es gibt genug davon für unser aller Leben. Im Übrigen, wenn wir den Vorkommandanten finden, ergeben sich die Franzosen, oder? Allerdings, das ist ein guter Plan. Aber zunächst müssen wir die Verteidigung des Forts schleifen. Sonst graben sie sich ein wie ein weitwunder Bär. Hebt den Wind nach! Lockert Hebt den Wind nach! Alle Segel einholen! Ah, woher kennt man denn diesen Synchronsprecher? Irgendwas ganz Bekanntes spricht er. Weiß es leider nicht mehr. So, auch hier bauen wir wahrscheinlich wieder erst den Aussichtspunkt. Sonst sehen wir wieder nicht, wo was ist auf der Karte. Ich glaube, es war bei Assassin's Creed 4 andersrum, ne? Hat man es, glaube ich, immer gleich gesehen. Zumindest im Remaster kann ja sein, dass original nicht so war. Kann ich jetzt nach all der Zeit nicht mehr sagen. Yeah. Gut.
Ja, das wirkt wenigstens mal nicht so überzogen riesig. Wollen wir erst die hier hinten machen? Die Sachen sind womöglich sogar in der Mine. Schaut zwar alles so aus, als ob mich noch irgendeine Mission hier mal reinbringt. Aber ihr kennt mich, denke ich mittlerweile. Ich mache immer alles gern fertig erst. Weiß noch nicht, wie ich da hochkomme. So, hier ist die Höhlenmalerei. Zu der komme ich wenigstens ganz easy. So lustig, kein Mensch weiß, was das immer bedeutet. Hilf ihnen! Hier komme ich wieder raus, oder wie? Ja, also muss ich irgendwie von oben reinkommen. Naja, hier wahrscheinlich, ne? Nice. Dann. Wahrscheinlich sogar erst die Truhe. Das war irgendwie so oder so blöd, aber ich setze wieder darauf, dass da hinten bei dem Templer-Ding irgendwo ein kleines Brot ist. Wenn nicht, dann habe ich mich verkalkuliert. Dann ist es so. Und eigentlich ist alles nicht weit auseinander. Dachte ich mir schon, dass da unten was drin ist. Dann die Musik hier hinten. Also das ist irgendwie komisch, dass man da immer daneben klickt. Ich dachte am Anfang wäre es vielleicht ein Fehler, aber. Also so ein. Weiß nicht. Gibt es ja manchmal so Tage, wo es halt einfach irgendwas hackt. Aber mittlerweile bin ich fast der Überzeugung, dass da wirklich was nicht stimmt. Nice. Die Truhe plündern. Wenn ich mal um die anderen. Ich liebe diese Berserker-Pfeile, die machen so viel Spaß. Und wie weißt du deinem Gegner aus? Einfach immer einen Schritt zurückgehen. Aber die Großen sind echt nicht effektiv. Du wolltest es nicht anders. Ich hätte dich nicht umgebracht. Sag's dir, wie es ist. Ich hätte dich einfach so ziehen lassen. So, hier ist die Truhe.
Sagt, für sowas Leichtes finde ich das echt, echt viel, was man da bekommt. So, Hase und Biber brauchen wir wieder nicht. Dann. Durch die Templer. Ich hab's geschafft. Hihi. First try direkt. Oh, oh. Desynchronisiert. Oh, never mind. Fallschaden ist ja kein Thema hier. Alles gut. Na, ohne mich. Nächste Schatzkarte. Und den nächsten Ort fertig. Dann wollen wir hoffen, dass hier ein Boot ist. Und ich sehe da auch schon eins. Sehr nice. Schauen wir mal, ob in den Plünderkisten hier mal mehr drin ist. Ne, okay. Immer noch ultra useless. Also man braucht halt wirklich nur 5 Stück mehr, um Dinge, und selbst dann ist schlauer. Mehr Segel, Männer! Irgendwas anderes machen. Halbes Segel! So viel Segel, wie ihr könnt! Treibgut, könnte wertvoll sein. So, wir segeln gegen den Wind. Sehr schlau. Kernmörser funktionieren auch noch genauso. Sehe ich eigentlich auf der Karte irgendwie schöner, was. Irgendwas fehlt mir da halt wieder. Keine Ahnung, aber das kommt erst später. Also, wie hier. Ich schätze mal, es ist eine Nebenmission. Aber who knows? Da ist unser Ziel! Diesen Ansturm, den ich beim letzten Mal schon nie hergenommen habe, kann ich wieder hernehmen. Auf die Türme. Wie eine Körbe befehlt. Feuer! Bereit, Captain! Feuer! Wir wurden getroffen! Und auf den Grund! Erwarten wir Feuer! Feuer. Bekannt halt gerade, okay. Feuer! Feuer! Irgendwie habe ich jetzt nicht so richtig schön erkannt, was. Was. Nun such den Kommandanten! Was davon jetzt? Türme sind, die ich kaputt machen soll. Passt. Wollte gar nicht abtauchen, ne? 2 Drohnen, 2 Objekte.
wohl alle Animus-Fragmente, wenn ich das richtig deute. Es erinnert mich irgendwie schon alles sehr stark an. Die alten wieder mehr. So, die anderen zwei sind eh da hinten, wo wir hin müssen. Auch da. Danke sehr. Das aushelfen. Na, dann schnappen wir uns schnell die Truhe hier unten. Ja, jetzt gehen wir aber hoch zu dir. Dann auf in den Planungsraum. Achso, da wird mein Bekanntheitsgrad sogar zurückgesetzt. Muss ich irgendwas Spezielles machen? Nö. Danke. Le Chasseur. Shay. Wie lange ist das her? Wart ihr auf Sondermission? Ja, von Achilles. Wie interessant. Ich auch. Zwingt mich nicht dazu, Le Chasseur. Wozu? Mich zu ermorden? War das nicht eure Spezialität? Wir könnten einfach gehen. Ah, aber dann erführen eure Brüder, dass ihr noch lebt. Ihr müsst mich schützen, Shay. Ist da irgendwas Spezielles? No. Ihr wart immer gut in eurem Tun, Shay. So wie ihr. Sagt mir, was treibt ihr an Land? Spezialwaffen. Giftige Gase für den Einsatz gegen die Kolonialherren. Ich bin nur der Lieferant. Dann möge eure letzte Lieferung schnell gehen. Achso, ja. Hätte keinen Schaden nehmen dürfen.
war so sehr damit beschäftigt, erstmal rauszufinden, was da gerade passiert. Okay, manchmal sind es also so besetzte Forts, manchmal sind also zu Fuß zu befreien und manchmal zu See, ist eigentlich ganz cool. Nämlich genau 50-50. Okay. Le Chasseur hatte recht. Ich hatte keine Wahl. Erfahren die Assassinen, dass ich lebe, jagen sie mich. Cool. 25% erreicht. Ja, noch 12 Parts, also nicht so wenig. Und das war's auch mit dem Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es weitergeht mit Assassin's Creed Rogue. Vielen Dank fürs Zusehen. Mach's gut, bis denn. Tschüssi.